Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Rivals. Wir sind Level 20 und wir haben Kapitel 8 erreicht. Und ich glaube, dass wenn wir dieses Kapitel abschließen, nämlich die große Tour beenden, dass wir dann mit dem Spiel eventuell sogar schon durch sind. Ja, könnte sein. Das klingt zumindest so. Deswegen gehe ich noch mal eben auf die... Ich will noch mal eben gucken, haben wir irgendwas, was ich noch fahren will. Wir schalten nämlich dann den McLaren P1 frei. Der ist ja über Overwatch nur freizuschalten. Den Pagani hatten wir freigeschaltet noch, den Ferrari Enzo und den Lamborghini Veneno. Also den Pagani muss ich mir nicht unbedingt angucken, bin ich nicht so der Fan von und kennt man auch aus vielen anderen Spielen. Der Enzo war ganz nett, den sind wir aber auch schon gefahren. Und den Veneno, gut, den möchte ich mir vielleicht noch anschauen demnächst, aber... Oder am Ende vielleicht noch, aber so, an und für sich mag ich meinen grünen Giftzweck da im Hintergrund und der ist ja auch komplett durchgetuned. Insofern würde ich sagen, machen wir mit dem die große Tour, und fangen damit jetzt an. Wir gehen einfach auf die Karte. So, jetzt muss ich das nur finden. Hot Pursuits. Wie finde ich das denn jetzt? Große Tour. Wo muss ich da hingucken? Wird das irgendwo extra markiert? Ist das irgendwo hervorgehoben oder sowas? Ah da, große Tour. Hot Pursuit. Da oben haben wir es doch. Ja. Okay, dann machen wir das einfach. Starten wir. Ja, bin ich mal gespannt, was es da jetzt für uns gibt. Was wir da so entdecken können. Was für ein Rennen das so ist. Ob das einfach nur ein ganz normales... Ich meine, wenn das... Es muss ja ein besonderes Rennen sein, wenn ich da extra... Also bei Hot Pursuit 2010 gab es auch eine große Tour. Oder die hieß irgendwie zumindest so ähnlich. Und die ging irgendwie 15 Minuten lang, war das allerletzte Rennen da bei den Rasern. Vielleicht ist das ja sowas ähnliches. Vielleicht geht es auch durch ganz, wie heißt es hier? Redview oder sowas, County. Naja, wir starten einfach mal. Mal gucken, ich bin gespannt. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so ein ganz langes Rennen ist, mit vielen Cops, mit vielen schnellen Fahrzeugen. Und dass es nicht einfach wird. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken. Ja, also wir sehen es, ich habe es jetzt gerade entdeckt. Wir sind bei Checkpoint 3 von 54. Auf uns warten 43 Kilometer. Also ganz in der Manier von Need for Speed Hot Pursuit 2010 gibt es also jetzt auch bei Need for Speed Rivals eine große Endtour, ein großes letztes Rennen. Zumindest in der Raser-Karriere, was bei den Cops dann das letzte ist. Das müssen wir uns mal anschauen. Aber es gibt ein letztes großes Rennen. Es wurde ja auch gesagt, dass Zephyr, also hier der Typ, quasi alle Fahrer aufgefordert hat und alle Cops aufgefordert hat, eine bestimmte Rennstrecke zu fahren und sich mit ihm anzulegen und so weiter. Und das ist halt jetzt wahrscheinlich diese große Tour hier. Und die müssen wir also fahren und wahrscheinlich auch gewinnen. Ja? Beziehungsweise da steht nur beende. Also gewinnen müssen wir sowohl nicht, aber zumindest beenden. Und ja, da sind wir gerade dabei. Also das wird ein langes Ding auf jeden Fall. Und damit sind wir dann, glaube ich, wenn wir das abschließen, sind wir, glaube ich, mit der Raser-Karriere durch. Dann gibt es wahrscheinlich noch einen Part, wo wir dann die Cop-Karriere beenden und dann ist wahrscheinlich das Let's Play auch schon zu Ende. Aber ich mutmaße gerade nur. Das wird sich zeigen müssen. Jetzt sind es jedenfalls noch 38 Kilometer. Also ein ganz langes Rennen. Finde ich gut. So ein schönes Abschlussrennen. Oh mein Gott. Dass ich da ab musste, habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Habe ich wieder nur gerade ausgehetzt, gehetzt, einfach gefahren, nicht drauf geachtet und plötzlich musste dann abbiegen. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich auch wieder alle Landstriche kennenlernen. Wir waren eben schon im Wald, jetzt geht es wahrscheinlich in die Berge. Wir werden wohl auch noch in die Wüste kommen. Und sozusagen alle Kartenteile mal sehen. Wahrscheinlich geht es wirklich über die gesamte Karte. Mal gucken. Momentan bin ich jedenfalls nur Vierter. Aber der zum Beispiel hat sich da gegönnt. Und da bin ich auch schon wieder Dritter. Aber Erster muss ich, wie gesagt, denke ich nicht werden. Es reicht wohl, das Ganze einfach nur zu beenden. Aber natürlich, klar, möchte ich das auch als Erster abschließen dann. Ja, da ist der Ehrgeiz natürlich da. Die große Tour möchte man auch gewinnen, klar.
glaube, der hat seine Reifen verloren. Kann das sein? Der war so langsam. Noch 33 Kilometer. So, da vorne kommt eine Werkstatt. Das ist super, vor allem, weil ich gerade eine EMP fresse. Na, ganz knapp nicht gefressen. Jetzt fresse ich sie wahrscheinlich nach der Werkstatt dann. Jetzt also hier durch Schnee und Eis, ja. Das ist also der zweite Etappenabschnitt gerade. Aber es, ich finde es geil, so ein langes Rennen, ne? Ist ja leider nur am Ende einmal dann so ein langes Rennen. Aber es ist vielleicht auch dann ein würdiger Abschluss zumindest, ja. Es ist dann immer, ist ja wirklich mal eine Abgrenzung von den normalen Rennen so. Das finde ich schon ganz gut, dass da mal was Besonderes kommt dann. Ein Rennen, was man so vorher noch nicht hatte im ganzen Spiel. Noch 30 Kilometer. Das wird mal locker ein Part lang dauern, oder? Ich würde auch vermuten, so wie bei Hot Pursuit 2010 wird es wahrscheinlich so ähnlich dauern. Also ich würde vermuten, so zwischen 10 und 20 Minuten geschätzt jetzt einfach mal. Man wird sich zeigen müssen. Die fahren jedenfalls alle ziemlich schnell. Ich auch, aber die auch. Und Kopf sind natürlich die ganze Zeit mit dabei. So muss das bei einem Kopf versus Raser Spiel natürlich auch beim letzten Rennen sein. Da muss viel Polizeipräsenz da sein, sonst wäre das ja nichts. Tja, seht ihr, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen ins Tal. Wieder ein bisschen wüstig jetzt, Steppe und so. Also wir werden wahrscheinlich wirklich alle Vegetationsstufen durchfahren, damit das Spiel nochmal wirklich zeigen kann, was es drauf hat. Und darauf müsst ihr auch mal achten. Das ist wirklich, wie gesagt, wie auch schon mehrfach gesagt, eine der ganz großen Stärken von diesem Spiel, meiner Meinung nach. Die wunderbare Karte, die wirklich schön ist. Die wirklich schön ist, ganz ehrlich. Also so tolle Streckenabschnitte und so unterschiedlich. Das ist wirklich eine der ganz großen Stärken dieses Spiels, meiner Meinung nach. So, du verabschiedest dich bitte mal. Schade, dass die Schockwelle nicht gegen Helikopter funktioniert. Wir brauchen noch 24 Kilometer. Und doch bin ich in Führung. Und es macht bisher sehr viel Spaß. Aber eine Werkstatt wäre mal wieder ganz nett. Eine Werkstatt wäre mal wieder ganz nett. Aber mal schauen, vielleicht werden wir ja früher oder später mal wieder eine zu Gesicht kriegen. Gerade ist jedenfalls keine in der Nähe. Noch mal ein bisschen so fahren in der Perspektive, ist ja auch ganz nett. Okay, da vorne kommt ein Nagelband. Deswegen muss ich mir jetzt die Werkstatt gönnen. Und die kam genau richtig. Die kam genau richtig, danke. Und der hat mich da voll gegen den Pfosten gelenkt. Danke, und damit werde ich auch schon wieder überholt. Doch, super nett von dir, Spiel. Nur wegen dem einen behinderten Kopf meine ganz lange Führung hier gerade verloren. Ob ich die wieder einholen kann, mal gucken. Noch eine Werkstatt, die nehme ich mit. Nehme ich mit, sicher ist sicher. Okay, da vorne ist der Erste. Der 365 km/h wurde ich da geblitzt, aber da sind wir auch schon mal 408 gefahren mit dem Königseck wahrscheinlich. Insofern kein neuer Rekord. Ach, guck mal, der hängt da fest. Ah, das ist auch schade. Dann bin ich wieder Erster. Ja, bis jetzt läuft es doch ganz gut, das große Rennen. Und es ist... Es sind noch 15 Kilometer. Wir haben also inzwischen jetzt so... Ja, auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Wahrscheinlich sogar schon fast zwei Drittel. Ich hoffe halt wirklich, dass es nicht so ist, dass dann ganz am Ende, dass ich ganz entführe und dass dann am Ende nochmal so ein Crash passiert wie eben. Dass mich irgendwie ein Kopf irgendwo gegenlenkt und dann ich noch verliere. Deswegen, das hoffe ich auf jeden Fall, dass das nicht passiert. Ich hoffe, ich durfte auch hier lang fahren. Wenn nein, habe ich jetzt ein Problem.
Nein, ich durfte hier lang fahren. Okay, das ist gut. Hätte auch schief gehen können gerade. Vordere 10, 37 als Einsatzunterstützung an. Ich wechsle aber mal lieber auf die Spur. Scheint mir irgendwie sicherer. So, jetzt nehmen wir hier die Werkstatt nochmal mit. Ich muss auch immer mal wieder auf die Karte gucken, weil es mir jetzt schon so oft passiert ist, dass ich eine Ausfahrt nicht gekriegt habe, die ich hätte nehmen müssen. Und noch 10 Kilometer, 10,5 Kilometer. Neuer Radarkamera-Rekord. Noch 9 Kilometer. Und wir heizen und heizen. Mit Highspeed durch die Gegend. Fahndungsstufe 7. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines. Es sind noch 7,8 Kilometer. Langsam kommen wir auf die Länge eines normalen Rennens. Und der Ehrgeiz, das Ding hier zu gewinnen, wird immer größer. Und ich muss sagen, so im Gegensatz zum Anfang des Let's Plays, natürlich haben sich auch die Wagen verbessert und haben besseres Handling, aber ich muss sagen, ich finde, ich fahre im Vergleich zum Anfang des Let's Plays sehr viel besser und komme auch wirklich fast durch jede Kurve sehr schön rum. Das gefällt mir schon ziemlich gut und es macht dann auch wirklich Spaß, wenn man das einmal wirklich inne hat, die Steuerung, und es wirklich gut klappt, dann macht das richtig Spaß. Da hätte ich mir fast das Nagelband gegönnt. Es sind noch 5 Kilometer, Leute. Durchhalten jetzt, durchhalten jetzt. Jetzt nicht schwach werden. Wahrscheinlich dürfen wir uns dann wieder zweimal die Credits anschauen. Nämlich einmal, wenn wir das bei den Rasern beenden und einmal, wenn wir das bei den Cops beenden. Weil das eigentlich so gedacht ist, dass man das entweder oder spielt und nicht, dass man das zusammenspielt. Und deswegen werden auch nach beiden Karrieren die Credits abgespielt. Würde ich vermuten, so war es zumindest, glaube ich, bei Hot Pursuit 2010. So, noch 3 Kilometer. Der Heli kommt nochmal, macht nochmal Action hier zum Ende hin. Soll nochmal alles da geboten werden. Deswegen regnet es jetzt auch noch und alles ist am Start hier. Oh shit, nein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Noch immer Erster, noch immer Erster. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin noch immer Erster. Da vorne kommt das Ziel und ich fresse noch eine EMP. Und? Bin ich Erster geworden oder nicht? Hat mich noch irgendwer überholt? Ich glaube, das war's. Also das Rennen ist vorbei. Die Frage ist, haben wir es gewonnen? Kapitel 9. Am Abgrund. Wir melden uns mit Live-Bildern aus Redview County, wo der unter dem Namen Zephyr bekannte Racer in eine schreckliche Kollision mit örtlichen Polizeieinheiten verwickelt war. Rettungskräfte bahnen sich soeben ihren Weg zur Unfallstelle, aber es erscheint kaum vorstellbar, dass es jemandem gelingen könnte, dieses Wrack lebend zu verlassen. Ich bin die Reality Show. Die 15 Minuten, die du nie haben wirst. Rasen ist gefährlich. Aber wenn du nicht schnell bist, lebst du nicht. Ja, okay. Wie vermutet, das war die Raserkarriere. Damit sind wir hier am Ende der Raserkarriere. Das Spiel ist aber ja noch nicht vorbei, denn wir haben ja noch das Ende der Cop-Karriere vor uns und deswegen werde ich auch jetzt die Credits abbrechen, weil ich hoffe, dass die wirklich bei den Cops am Ende nochmal kommen und dann lasse ich es auch laufen und mache auch mein Fazit zum Spiel, wie ich das immer bei den Let's Plays mache. Aber jetzt überspringe ich es erst einmal. Schauen wir mal, was wir hier noch kriegen, nämlich den McLaren P1, glaube ich. Auch ein sehr netter Schlitten auf jeden Fall. Von vorne nicht so ganz mein Ding, muss ich sagen. Etwas zu sehr wie so ein Smiley irgendwie. Glückwunsch, deine Racer-Karriere ist abgeschlossen.
Aber es gibt noch viel zu tun. Geh zurück und probiere die restlichen Speedlists und tritt über Autolog gegen deine Freunde an. Die Rivalität geht weiter. Genau, denn eigentlich sind wir jetzt erst Level 21. Es geht bis Level 60, glaube ich. Das heißt, man kann noch ziemlich lange spielen. Man kann noch die ganzen Speedlists, wir haben uns ja immer entschieden zwischen drei, die kann man alle noch machen und so weiter. Du hast die Racer-Karriere abgeschlossen, alle Speedlists sind jetzt freigeschaltet. Absolviere sie alle, um neue Lackierungen freizuschalten und deinen Rang auf die höchste Stufe zu bringen. Genau. Also wir können eigentlich noch alles machen. Aber, ach genau, hier sind noch, genau, wir haben jetzt, also wir sehen jetzt hier die Übersicht, zum Beispiel am Anfang habe ich erstmal Rennen genommen, da kann ich jetzt noch Verfolgung und Fahren machen, dann haben wir hier Fahren genommen, da kann ich noch Verfolgung und Rennen machen und so können wir also alle, Speedlists nochmal machen, die wir noch nicht gemacht haben, das heißt, wir haben jetzt quasi ein Drittel erst von allen Speedlists gemacht, aber im Endeffekt ist ja immer fast das gleiche, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber man kann es halt theoretisch, wenn man möchte, noch machen, ja, ja, gut. Also das kann man theoretisch halt noch weitermachen, aber für mich war es das mit der Raser-Karriere. Ich wollte die einmal durchzocken, storymäßig. Mein Fazit, wie gesagt, mache ich dann am Ende, deswegen wechseln wir jetzt noch schnell zu den Cops. Gucken mal, ob wir da auch noch das Ende in dem Part hier unterkriegen, weil dann ist das quasi schon der letzte Part hier. Und dann gibt es auch am Ende ein Fazit von mir zum Spiel, aber wir wechseln erstmal. So, da müssen wir nämlich Gold... das wird dauern. Also das werden wir in diesem Part nicht mehr schaffen. Okay, dann mache ich es doch. Dann sage ich jetzt schon mal kurz was zu der Raser-Karriere, auch wenn ich dann am Ende, dann gibt es also noch mehr als diesen Part hier, wenn ich dann am Ende in den letzten Credits von den, wenn wir dann die Cops abgeschossen haben, auch da werde ich dann wieder ein richtiges Fazit zum ganzen Spiel machen, grafisch, gameplaymäßig und so weiter und so fort, wie ich das immer mache. Aber ganz kurz zur Raser-Karriere. Also ich fand die Raser-Karriere ziemlich nett. Normalerweise ist ja bei einem Need for Speed-Spiel immer die Raser-Karriere so das Hauptding. Also Cops sind natürlich hier auch eine Nebensache. Es gibt eigentlich, sind ja eigentlich hier gleichgestellte Karrieren, aber normalerweise ist man ja immer Raser, so in Need for Speed. Deswegen ist die Raser-Karriere vielleicht so ein bisschen wichtiger. Von den Autos her muss ich sagen, hat es mir sehr gut gefallen. Es hätten natürlich noch ein paar Wagen mehr sein können, aber im Endeffekt waren es ja sogar noch mehr Wagen. Ich bin ja sogar weniger gefahren, als zur Verfügung standen. Also ist das Argument eigentlich ein bisschen blödsinnig. Ich finde, die Wagen, die drin sind, sind auf jeden Fall alle sehr heiß. Die haben da wirklich schon so die Creme de la Creme ausgewählt. Aventador ist der Hammer. Der Ferrari ist der Hammer. Beziehungsweise die Ferraris sind der Hammer. Es sind einfach sehr geile Schlitten, muss man ganz klar sagen. Finde ich alle gut. Finde ich eine gute Auswahl. Reicht eigentlich auch so. Die Verfolgungstechnologien, finde ich, funktionieren ganz gut und machen Spaß. Es hat halt hier und da Fehler. Aber das passt dann auch eher ans Endfazit. Es geht ja jetzt gerade nur um die Raser-Karriere. Also, storymäßig. Gut, sagen wir storymäßig, ist es halt irgend so ein unbekannter Raser, der da Rivalitäten mit den Cops aufbaut und so. Es ist, storymäßig war Need for Speed selten irgendwie groß dabei. Man muss halt immer versuchen, irgendwie, wenn man eine Story in ein Rennspiel packen will, wie bringt man das unter? Da kann man nicht, da ist nicht viel Spielraum. Da sagen wir, irgendein Underdog kommt in die Stadt und mixt da auf oder irgendein unbekannter Fahrer wird plötzlich ganz stark und sowas. Hast du immer in Rennspielen, da ist es schwer, eine gute Story zu machen. Bei The Run zum Beispiel hat man es ja mal versucht, noch mehr Richtung richtiger Story mit Zwischensequenzen und so zu machen. Das war aber auch nicht so richtig geglückt. Deswegen fand ich, war es ganz nett, dass es auf jeden Fall im Vergleich zu Most Wanted 2012 storymäßig sehr viel mehr zu bieten hatte. Bei Most Wanted 2012 habe ich echt gedacht, what the fuck, da gab es gar nichts. Da gab es nur, hey, hier sind 10 Autos, irgendwelche Fahrer sitzen da drin, keine Ahnung, wer das ist, fahr einfach mal gegen die und gewinne. Fertig, Spiel, Ende, so. Mega schlecht gemacht. Hier hat man wenigstens versucht, so eine gewisse Story zu schaffen. Diese Zwischensequenzen waren echt ganz nett gemacht, fand ich. Und man hat das auch so in Kapiteln aufgebaut. Also ich finde, die Raser-Karriere an sich war ziemlich spaßig und gut gemacht. Richtige Wagen, gute Speedlists und so weiter. Manchmal herausfordernd, manchmal relativ einfach, aber immer spaßig. Also mein Fazit zur Raser-Karriere, sehr gut. Und jetzt müssen wir allerdings ja noch die Cop-Karriere beenden. Und dann gibt es am Ende auch ein Endfazit von mir zum Spiel. Jetzt wäre nur die Frage, Anfang bringt nicht mehr viel. Also wir müssen halt Gold bei drei Sterne-Events holen. Das heißt, es ist beliebig. Ich würde dann sagen, wir machen einen Schnelleinsatz auf jeden Fall mit 3 Sternen. Müsste ich mal gucken, wo ich einen habe. Auf jeden Fall einen Schnelleinsatz. Da haben wir zum Beispiel einen Hot Pursuit, das könnte man machen dann. Ein Interceptor, also das würde ich sagen, machen wir. Das machen wir und jetzt brauche ich noch einen Schnelleinsatz. Der ist Stufe 1, den wollen wir nicht. Stufe 2. Stufe 2. Interceptor, achso, ich gucke gerade wieder bei Interceptors. Ich brauche ja die mit dem Blitz. Blitz, 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 da ist ein Blitz. Da, hier. Also dann würde ich sagen, machen wir schuldig verurteilt über dem Gesetz und
Hot Pursuit. Dann haben wir nämlich von allem nochmal was. Nämlich ein Hot Pursuit, ein Interceptor und ein Schnelleinsatz. Und dann haben wir unsere drei Sterne-Events auf Gold. Und dann sollte auch bei den Cops Ende sein. Aber das gibt's dann, wie gesagt, im nächsten Part. Wenn es lange dauert, werden es vielleicht sogar noch zwei Parts. Erst einmal von der Rasa-Karriere ist jetzt hier Schluss. Da sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Aber ich hoffe, ihr seid natürlich auch beim Ende der Cop-Karriere und bei meinem Fazit zum Spiel und so weiter dann noch dabei. Ansonsten euch erstmal einen schönen Tag und alles Gute, euer Walle. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.